Vor dem Sprayen kommt die Maske, unbedingt. Und wie man die richtig anlegt, zeigt Profi-Bomber den Schülern der Frankfurter Schule am Erlenbach. Das Utensil zum gesundheitsbewussten Sprayen ist bei den Schülern jedoch nicht hundertprozentig beliebt. Oh, das stinkt total. Das ist total eklig. Aber besser ist es. Besser ist es, und schon nach kurzer Zeit sind die Unannehmlichkeiten vergessen, denn jetzt geht es endlich an die Spraydose. Die erste Lektion: einen geraden Strich ziehen mit der Farbe und einen Kreis. Wichtig dabei, nicht zu lange auf eine Stelle halten, sonst läuft die Farbe. Ja, super. Die können das schon. Einfach loslegen. Okay, nächster. Nee, ran, wenn du weiter weg bist, ist unscharf. Ne? Als Helge Steinmann in den 80er Jahren zum Künstler Bomber wurde, war er älter als diese Schüler, doch immer noch jugendlicher. Anleitungen zum richtigen Sprayen gab es damals keine, vor allem keine legalen Flächen, die besprüht werden konnten. Deswegen passierte alles illegal und meistens nachts. So wie es oftmals startet, ist es halt einfach erstmal außerhalb der Legalität. Das heißt, es beginnt erstmal nicht in einem gesetzlichen Rahmen. Deswegen wäre es einfach sinnvoll, dass es halt einfach Flächen gibt, wo man das sozusagen genormt und auch erlaubt testen kann. Meiner Meinung nach lange überfällig. In Frankfurt gibt es jetzt die Tendenzen, dass wir jetzt eine Fläche oben an der Rathenau, am Rathenauplatz kriegen, soweit ich weiß. Und die wird wohl freigegeben. Das ist der Kaiserlei, in der Nähe vom Kaiserleikreisel. Und da kann man dann einfach mal ausprobieren. Die Flächen sind schon stark besprüht. Das heißt, da kann man eigentlich auch nichts mehr zerstören oder auch nichts beschädigen, weil da sind schon mehrere Zentimeter Farbschicht drauf. Diese jungen Sprayer haben es gut. Am helllichten Tag dürfen sie an die Farbe. Zwei Seiten der Container am Senckenberg-Museum sind frei geblieben, um sie von Schülerhand mit Farbe verzieren zu lassen. Die einhellige Meinung: cool. Für die anderen beiden Seiten des Containers am Senckenberg-Museum ist der Profi zuständig. Da darf Helge Steinmann sein Können zeigen. Auch im Internet ist einiges davon zu sehen, was der Künstler, der mittlerweile in Hofheim wohnt, in den vergangenen Jahren so alles geschaffen hat. Helge Steinmann ist viel unterwegs im Namen und im Auftrag der Graffiti-Kunst. Und wenn er nicht europaweit sprayt oder Workshops gibt, dann logiert er als Graffiti-Künstler, man kann sagen, standesgemäß in einer ehemaligen Fabrikhalle. Der Industriecharme passt zum Image der Kunst. Und Helge Steinmann fühlt sich hier in der Künstlergemeinschaft Hattersheim ziemlich wohl, zumindest bei Temperaturen über 0 Grad. Seine Motive zeichnet der kreative Kopf dabei eher selten vor. Das entsteht meistens spontan. Seltenerweise skizziere ich das auch vorher grob. Aber ich bevorzuge das spontane Arbeiten. Das heißt, aus dem Moment heraus am besten mit dem Kunden zusammen ein Gestaltungskonzept entwerfen, was dann unter Umständen auch gleich umgesetzt wird in seinem Beisein. Das ist immer witzig. Und vor allem ist es ganz legal.